Es ist mir eine große Freude, heute mit Camp to Camp einen ganz besonderen Aussteller auf der Topsoft-Fachmesse zu begrüßen. Ganz besonders deshalb, weil es hier um Open Source ERP geht. Vielen Dank, Patrick Belser, dass Sie als Regional Director von der Firma Camp to Camp Zeit genommen haben für ein Gespräch. Sehr gerne. Wie gesagt, Odoo ist für mich eine ganz besondere Lösung, eben weil es eine Open Source Software ist. Können Sie mir kurz sagen, worum es bei Odoo geht und wie es sich von anderen ERP-Systemen unterscheidet? Also Odoo ist eigentlich eine sehr innovative Suite von Business-Apps, die es einem Kunden ermöglicht, ähnlich einem Lego-Baukasten die Funktionen zu implementieren, die er heute gerade braucht und die dann auch mit ihm mitwächst. Ein fundamentaler Unterschied von Odoo zu anderen Systemen ist, dass es auf einem Open-Source-Entwicklungsmodell aufbaut. Allerdings steht dahinter auch ein kommerzieller Hersteller, nämlich die Firma Odoo SA in Belgien, die die Enterprise-Version herausgibt und managt und eben dadurch auch Support gewährleisten kann. Odoo bietet neben dem Standard, den Standardfunktionen wie klassischerweise CRM, Verkauf, Einkauf, Lagerlogistik, Produktion, auch sehr innovative Module wie im Bereich E-Learning, Eventmanagement, E-Commerce oder auch alles, was mit HR zu tun hat, Rekrutierung, Appraisals und so weiter. Kurz gesagt, egal was das Businessbedürfnis ist eines Kunden, Odoo hat irgendwo eine App, die dieses Bedürfnis abdecken kann und mit dem Kunden mitwachsen kann. Stichwort Open Source Software. Ich bin gespannt, was sind so die Vorteile von eines solchen Systems gegenüber proprietären ERP-Lösungen? Es gibt natürlich den offensichtlichen Vorteil des monetären, das heißt, es fallen keine Lizenzkosten an. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Es gibt neben den Standardfunktionen, die Odoo bereits sehr umfangreich bietet, eine riesige Community an Entwicklern weltweit, welche die Lösung permanent weiterentwickeln. Das heißt, wenn irgendeiner der 7 Millionen User eine Funktion bauen lässt oder entwickeln lässt, dann steht diese Funktion nachher potenziell allen anderen Kunden auch zur Verfügung. Das heißt, wenn eine Firma wächst oder ihr Geschäftsfeld erweitert, ist die Chance extrem groß, dass es irgendwo ein Modul-Ökosystem, Funktionen und Module gibt, welche die Firma in diesem Wachstum und in diesem Expansionskurs unterstützen. Im Gegensatz zu proprietärer Software muss der Kunde dann auch nicht darauf warten, dass ein Hersteller im nächsten Release eine Funktion einbaut, die er dringend benötigt, sondern er kann mit einer Firma wie Camp2Camp zusammenarbeiten, um die Funktion dann zu entwickeln, wenn es sie auch braucht und ihm somit einen unternehmerischen Vorteil verschafft. Sind wir natürlich auch gespannt, etwas mehr über Camp2Camp zu erfahren. Was steckt dahinter und welche sind Ihre Erfahrungen mit Odoo? Camp2Camp gibt es seit 21 Jahren. Wir wurden in Lausanne gegründet, haben mittlerweile über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich und waren eine der ersten Firmen in Europa, die konsequent auf Open-Source-Technologien gesetzt haben. Zuerst war das im Bereich geografische Informationssysteme. Danach haben wir aber sehr schnell auch Unternehmenssoftware angeboten, nämlich basierend auf Odoo, aber auch Lösungen im Bereich IT-Infrastrukturmanagement. Seit 2006 sind wir Odoo Goldpartner, notabene der erste weltweit. Wir haben seither weit über 100 Odoo-Projekte erfolgreich umgesetzt. Wir haben grundsätzlich ein sehr breites Spektrum, das wir abdecken, sind aber sehr stark spezialisiert im Bereich Logistik, Lagerverwaltung, aber auch Buchhaltung, E-Commerce oder Handel allgemein. Ich bin überzeugt, da sind einige KMU hellhörig geworden, wenn sie von diesen Vorteilen hören. Gibt es eine typische Art von Kunden, die Sie für die Implementierung von Odoo vorsehen würden? Ich denke, das ist einer der größten Vorteile von Odoo. Es gibt nicht die Zielgruppe. Odoo hat eine Lösung für Einzelfirmen mit einer Person, aber auch sehr gut ausgerichtet für KMUs und skaliert nach oben auch in multinationale Konzerne mit mehreren Filialen und sehr hohen Ansprüchen. Gerade für kleine Unternehmen oder Startups bietet Odoo im Standard eine sehr kostengünstige, eine smarte und eine schnell implementierbare Lösung. Typischerweise Firmen aus dem Bereich Friseursalons oder lokale Treuhänder oder Restaurants ist es sehr einfach möglich, Odoo zu implementieren. Für genau diese Kundschaft haben wir eine spezielle Implementierungsmethode, die nennt sich SmartCamp.
Mit dieser Methode schaffen wir es, innerhalb von rund 6 Wochen eine Odoo-Implementierung vollständig in Produktion zu nehmen. Daneben ist Odoo aber auch mächtig und leistungsfähig genug, um den höchsten Ansprüchen zu genügen, die ein multinationaler Konzern haben könnte. Typischerweise Firmen im Bereich Logistikdienstleistungen oder ein großer multinationaler E-Commerce-Händler oder Pharma, Hightech, egal was. Wir sind in der Lage, selbst die komplexesten Funktionen mit Odoo zu bauen und dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Immer auch unter dem Aspekt der Open Source Community natürlich. Also wir versuchen dann diese Entwicklungen auch in der Community zu teilen, damit der Kunde von allfälligen Weiterentwicklungen dieser Lösung dann profitieren kann. Spannend, diese große Community, die es da gibt von Odoo. Wie sieht jetzt die Zusammenarbeit mit Camp2Camp konkret aus? Begleiten Sie Ihre Kunden oder werden diese Kunden dann irgendwann einfach in diese weite Welt dieser Community entlassen? Nein, also wir sind natürlich der Hauptansprechpartner des Kunden. Wir verstehen uns auch nicht unbedingt als reinen Software-Dienstleister, sondern wir sind Business-Partner des Kunden. Das bedeutet auch, dass wir im ersten Schritt des Projektes sehr genau verstehen möchten, was der Kunde genau braucht. Wir starten mit einer Analysephase, indem wir versuchen, die optimale Lösung für den Kunden zu designen und ihm zu präsentieren. Dies ist nicht notwendigerweise die Lösung, die er auch am Anfang im Kopf hatte, weil wir verstehen uns da als Challenger, weil unsere Aufgabe ist es, dem Kunden eine nachhaltige Lösung zu präsentieren, eine Lösung, die mit ihm auch mitwachsen kann und skalieren kann und vor allem, die ihm keine unnötigen technischen Schulden aufbürdet. Das heißt, wir suchen immer Kunden, die diesem Ansatz auch folgen, die es schätzen, eine offene, kollaborative und transparente Zusammenarbeit mit uns zu suchen und eine langfristige Beziehung aufzubauen. Wir glauben, dass ein IT-Projekt nicht primär ein technisches Projekt ist, sondern sehr stark eben auch ein Projekt unter Menschen. Die Menschen müssen miteinander sprechen können, müssen kommunizieren können. Wir nennen dies Excellence Together. Dies ist unser Leitspruch. Und wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht damit und wir glauben, dass nur eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, eine respektvolle Zusammenarbeit am Schluss zu einem Projekterfolg führen wird. Ich habe es angetönt anfangs, es ist eine ganz spezielle Lösung für mich und ich bedanke mich ganz herzlich bei Patrick Belser für die Ausführungen. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team weiterhin alles Gute hier auf der Messe, aber natürlich auch weiterhin im Markt. Vielen Dank. Vielen Dank.